Komm schon. Ja, komm schon. So, wir sind jetzt wieder zurück beim Corvo Bianco Anwesen, unserem Zuhause. Und ja, jetzt reiten wir zu dem anderen Fragezeichen wieder zurück. Obwohl ich eben auch gesehen habe auf der Karte, eigentlich hätte ich es andersrum machen sollen, aber naja. Ist ja jetzt auch wurscht. Und ja, das nächste große Rollenspiel, was mir so gerade einfällt, wo ich mich auch schon wirklich drauf freue, das ist Final Fantasy 15. Schneller. Das ganze, das Spiel, das wurde ja schon vor langer Zeit angekündigt und hat auch mal einen anderen Namen gehabt, irgendwie, ja. Weil die Charaktere und das, was sie gezeigt haben, den Trailer, das hat man dann schon wiedererkennen können. Heya! Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ist natürlich ein bisschen anders als bei Witcher, ja. Da gibt es eigentlich normalerweise nicht wirklich Entscheidungen zu treffen. Da erlebt man eigentlich eine Geschichte. Lauf, Blitze! Monsterbefall auf... Das ist jetzt irgendwas anderes, oder? Scheiß Dinger da, ey. Komm her. Ah, es sind wieder zwei. Kommt mal in Manieren rein. Ja, den einen haben wir. Komm. Man kann ihn auch nur von vorne treffen. Von alle anderen Seiten sind sie gepanzert. Geil. Am besten landen die direkt in meinem Irrenzeichen. Das ist das Beste. Ah. Ich habe auch Insektenöl drauf. Jetzt. Das ist wieder weg. Mann, ist gut plötzlich. Also irgendwie sehe ich den jetzt anders, seitdem wir mit ihm mal gesprochen haben. Er schreit hier voll rum. Hier brüten die Riesentausendfüßler. Ich sollte das Nest zerstören. Ja. Das Beste ist, wenn man nebendran steht ohne Schild und dann deswegen stirbt. Los, ja. Lauf! Ich... Vielen Dank. Okay. Das war ja das Ding jetzt schon, ja. Das war ja das. Am besten mache ich weiter von Floviv. Nö, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich muss einfach nur nach oben rechts. Floviv und dann hier. Und dann gehen wir hier nach Norden und dann können wir weiter so... Und seinen Kreis weitermachen, weil hier ist ja eigentlich nichts mehr. Lauf, Plätze! Genau, hier müsste eine Wegmarke sein. Und bei Final Fantasy 15, die letzten Titel haben so ein bisschen an der Erfolg eingebüßt. Deswegen wollen sie mit dem Final Fantasy 15, was jetzt im, ich glaube, September rauskommt, ja. Wollen sie halt wieder auf das setzen, was die Serie so groß gemacht hat. Und das ist... Tja, das ist eigentlich eine Geschichte, die wirklich die Emotionen packen möchte. Den Spieler entführt in eine Welt voller Fantasie. Und das ist das, was eigentlich bei Final Fantasy immer der Fall war, ja. Und diesmal wollen sie noch einen drauflegen. Und ich hoffe es und bin auf jeden Fall, freue ich mich schon drauf. Reisen wir nach Floviv und dann zack, sind wir schon fast da. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich habe ja die eine Demo habe ich ja gespielt, die sie als zweites rausgebracht haben, weil die erste Demo, da weiß ich nur, ich weiß nicht, ob es dann immer noch der Fall war, da weiß ich nur, dass sie am Anfang gesagt haben, man muss da irgend so ein Spiel kaufen und dann kann man das erst aber dann extra ein Spiel kaufen, was ich überhaupt nicht spielen wollte, für 50 Euro, um dann die Final Fantasy 15 Demo zu spielen, also... Ist natürlich jetzt so ein Verkaufsmanöver, aber nichts für mich, ey. Das sind mir 50 Euro dann für andere Sachen ein bisschen lieber. Mach langsam. Hat die da eben geschlafen, oder was? Die Kuh? Und das, was ich von Final Fantasy 15 gesehen habe, das sieht auf jeden Fall sehr episch aus. Und ich setze da voll drauf, dass die Geschichte mich einfach weghaut. Oha, Plätze. Okay, hier sind wir schon. Versteckter Schatz. Das kriegen wir schnell gebacken.
Kommt mal her. Mal kurz im Prozess mit den Viechern hier. Jo, Schwerttanzen ist nicht schlecht. Nun raubt es uns die ganze aus. Dauerbrief an Pascal Pellissier. Liebster Pascal, ich hoffe, dieser Brief erreicht dich bei guter Gesundheit. Du weißt ja, dass meine Leidenschaft für dich keine Grenzen kennt und ich mich mit jeder Faser danach verzehre, deine Frau zu werden. Bald stehen wir gemeinsam vor dem Altar und ich hoffe, du verstehst, dass diese Zeremonie so wunderbar werden soll, dass die Herzogin selbst vor Neid erblasst. Bitte versteh dies nicht als Tadel irgendeiner Art, mein Liebster. Aber wir wissen doch beide, dass der bescheidene Sold eines Soldaten für einen so extravaganten Ball, wie wir ihn verdienen, nicht ausreicht. Doch sei nicht betrübt, ich habe eine Lösung für unser kleines Problem gefunden. Sicher hast du von dem Schiffswrack im Sans-Retour erfahren, aber kennst du auch die ganze Geschichte? Zu Zeiten Herzog Raymonds beschloss einer der reichsten Männer des Herzogtums, Gael Saske, mitten auf dem Fluss einen Ball zu geben. Und was für ein Ball das war! Herrlich gewandete Edeldamen, elegante Kavaliere in weißen Hemden und herrlichen Wämsern. Gael hatte offenbar eine Truhe mit Juwelen an Bord und wechselte immer wieder die Ringe, um alle mit seinem Reichtum zu beeindrucken. Die Festlichkeit war in vollem Schwange, als plötzlich ein Sturm hereinbrach, die Masten brachen und das Schiff kenterte. All die wohlhabenden Gäste in ihrem Geschmeide sanken im Nu auf den Grund des Flusses. Diese Tragödie hat vielleicht letztlich ihr Gutes, denn ich habe den Schlüssel zu Gael Saskes Juwelentruhe. Damit rückt unser zukünftiger Reichtum in Reichweite. Die Ertrunkenen brauchen ja schließlich keinen Schmuck, nicht wahr? Es liebt dich mehr als das Leben selbst, Bella de Gunes. Die schwarze Witwe, ja, das hat ja nicht so gut geklappt, den Schatz da vom Boden aufzugabeln. Okay, müssen natürlich ein bisschen rausschwimmen. Aber ich glaube, ich kann das schon erkennen. Ziemlich seicht hier. Das da vorne sieht doch schon aus wie das Schiff. Und werden auch in diese Richtung gelotst. Geralt hat es ja schon erkannt. Ach, das da drüben ist das Gefängnis. Das ist wohl Beauclair. Ich glaube, ich mache das lieber. Manchmal kriegt man das nicht so leicht gebacken und dann sollte man lieber einen Schwertwal trinken. Okay, gehen wir runter. Müssen wir einfach hier runter. Kann man hier reinschwimmen? Ne, irgendwie nicht. Vor allem haben wir hier solche Freunde. Müssen wir abknallen. Ey, sag mal. Lol? Wieso mache ich keinen Schaden an denen? Das ist ja interessant, ey. Ich mache hier überhaupt keinen Schaden an den Spaltbolzen. Die sind ja eigentlich nicht unbedingt die schlechtesten. Stumpfer Silberschaden. Ja, nimm mir doch die da. Ja, lol. Also das ist ja interessant hier. Ich krieg hier gar nicht platt. Präzisionsbolzen waren auch nur zwei mehr. Breitkopf. Chance auf Bluten mit. Sieht ja schon was das Beste aus. Spaltbolzen, ey, das habe ich benutzt. Das ist ein Relikt. Relikt, ey. Und das macht kaum Schaden an denen. Komm, dann nehmen wir diese Explosivbolzen. Ach, geh fort, ey. LOL! Weißt du was? Dann können die mich auch gerne haben, ey. Weißt du, wenn die so langweilig sind. Scheiße. Sauerstoff geht uns auch aus. Komm, komm runter. Komm. Ne, ich mach mich jetzt ab. Könnt mich gerne haben. Ich weiß ja nicht, was mit diesen Ertrunkenen da los ist, aber
Das juckt mich dann auch nicht mehr. Sollen sie doch hier rauskommen? Ja, dann sollen sie doch einfach hier rauskommen. Hier waren wir und ich wollte dann als nächstes dahin. Plötze wird mir da angezeigt. Na komm. Sehen wir. Hört sich das gerade so komisch an, oder? Aber jetzt geht's wieder. So, als wären wir noch unter Wasser gewesen. Und das mit Final Fantasy 15, ja, da gibt's noch eine Sache, die man auf jeden Fall erwähnen kann. Das ist gar nicht so bekannt geworden, aber ich finde es auf jeden Fall toll. Weil ich denke mal, der Produzent oder einer von den, die halt das Projekt unter ihren Namen haben, das hat ja die auch jetzt wieder einer übernommen. Und der war halt auf der Gamescom in Deutschland und war so beeindruckt von den Fans, dass es diesmal eine wirkliche Premiere geben wird. Denn bislang war es eigentlich immer nur so, dass es, ja, dass es Final Fantasy eigentlich... Verdammt. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Ja, es ist ja auch relativ in der Nähe, wo wir hingehen sollen, das da hinten. Eigentlich nur auf Japanisch und auf Englisch. Und er war aber bei dem Besuch auf der Gamescom Spielemesse in Köln, war der so hin und weg von den deutschen Fans, dass er gesagt hat, okay, es wird auf Deutsch vertont, ja. Bewacht der Schatz? Wer bewacht denn hier? Ein paar Gäste? Mal zwei aufgespießt. No. Schön Ruhe im Karton. Und das finde ich zum Beispiel auch richtig cool. Ja. Wie gesagt, das gab es bisher nur in Japanisch oder englischer Sprache und dann halt in keine Ahnung wie viel verschiedenen Untertiteln. Und jetzt zum ersten Mal Deutsch vertont. Hammer. Ein Abschiedsbrief. Jetzt weiß ich es, das Leben ist perfekt. Das Leben ist köstlich. Das Leben ist voller Zauber und Schönheit, voller Möglichkeiten und Tragödien und Überraschungen. So viele Überraschungen. Auf dich, Vater, wartet auch eine Überraschung. Du wolltest nicht, dass dein Sohn ein Schauspieler wird. Du hast einen anderen Beruf für ihn gewählt, Soldat. Also hat dein Sohn diese Überraschung für dich. Seine Füße werden den Boden nie wieder berühren. Er wird die Schönheit des Lebens nie wieder erblicken. Und du, Vater, wirst bald seine baumelnde Leiche abnehmen und den Sack voller Kronen nehmen, für den du sein Leben verkauft hast an Schlechter. Neil Poré. Naja. Naja, Leben ist Hoffnung, aber das da... Hättest du auch anders machen können, oder? Und den Abschiedsbrief, den haben wir gefunden. Gut, dann geht unsere Reise weiter. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus, dass wenn wir das so machen, dann nehmen wir den nächsten. Da führt jetzt nicht unbedingt einen direkten Pfad hin. Da ist der Basilisk, das kennen wir ja, die Ecke. Da ist der Adiso-Steinbruch. Dann reiten wir diesmal, einen Pfad haben wir nicht, der uns dabei hilft. Wir raten schnurstracks drauf zu und das passt dann schon. Ja, und die Final Fantasy Rollenspiele sind eigentlich die ersten Rollenspiele, die ich wirklich selbst gespielt habe. Und das hat auf dem Super Nintendo angefangen, ja, mit Final Fantasy 1. Also die Reihenfolge ist halt ein bisschen unterschiedlich. Final Fantasy 1 ist, glaube ich, Final Fantasy 3 oder 4 oder so in Japan gewesen. Das war Mystic Quest nur als Beititel. Und das nächste, was ich gespielt habe, war der absolute Überknall. Das war Final Fantasy 6. Ja. Monsterlager. Wie lange ist das? Ah, fuck, nein.
Warum töten die mich so schnell, ey? Gut, wir töten die auch schnell. Aber ich habe noch das Insektenöl drauf. Nee, da habe ich das... Nee, Mystic Quest war irgendwie Fallen, wenn sie 1. Fallen, wenn sie 2 habe ich auch gespielt. Aber Mystic Quest war nicht so gut. Das war irgendwie so als Einstieg gedacht, ja. Und Fallen, wenn sie 2, was bei den Japanern Fallen, wenn sie 5 war, das war die Geschichte mit Cecile, der von einem dunklen Ritter zu einem Paladin wurde. Das war schon ziemlich cool, aber Fallen wenn sie 6, beziehungsweise Fallen wenn sie 3 in Deutschland oder beziehungsweise in Amerika. Ich glaube, in Deutsch ist das später rausgekommen. Was soll ich denn hier machen? In die Höhle steigen oder was? Gehört es hier zu den Monstern? Sieht ganz danach aus. Was ist das denn für ein Stein hier? Das ist alles so von Blut durchzogen irgendwie hier. Okay, da hinten liegt auch noch was. Das ist nämlich mal ein Monsternetz. Können wir gleich Feuer benutzen. Oh. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Gleich die Eier alle mit. Jo! Kikimora-Brutgebiet. Ich muss es zerstören. Ein für alle Mann verschwindet sein. Geh lieber weg, ey. Fallen wenn 6, das war auch nochmal so eine unheimliche Steigerung im Vergleich zu vorherigen Titel, ja. Was hat denn der alles gehabt? Eid in Schriftform. Ich, Oben Rodier, im Wappen die Lärche, schwöre hiermit feierlich, die Bestien in den Höhlen des Marcentwalds mit eigener Hand zu erschlagen. Dies werde ich vollbringen oder beim Versuch sterben, bei meiner Ehre. Ich werde nicht vom Schlachtfeld fliehen und mich keiner Tricksereien bedienen, sondern tapfer und mit offenem Visier kämpfen. Ich bekräftige meinen Schwur mit diesem Dokument in Gegenwart von 7 Zeugen. Oben Robier vom Lärchenwappen. Das erinnert mich irgendwie an Geralt. Ja, das hat, der hat, während seiner Ausbildung hatten die das auch so bemängelt. Seine Kollegen, dass er ja, dass sein Kampfstil ja irgendwie so auf Ausweichen ausgelegt wäre, ja. Weil er halt immer so zur Seite getänzelt ist und so weiter, ja. Und er soll ja gefälligst so kämpfen wie bisher. Aber wo man sich natürlich denkt, er soll so kämpfen, wie die Gegner es kennen. Und dann damit zurechtkommen. Aber nix ist, nix ist. Ich denke mal, hier können wir rausgehen. Verwesenes Fleisch. Das ist nochmal ein anderer Ausgang. Ne? Ja, hier geht's direkt raus. Sehr schön. Aber nicht so, Geralt kämpft immer noch so. Er weicht aus, er macht Rollen und tja, seine Legende ist damit gewachsen. Denn bezwingen konnte ihn dann wirklich niemand, ja. Wie bin ich hier? Jetzt komme ich hier raus. Ey, ey, nein, nein, nein. Kannst du nicht hier einfach klettern, Geralt? Irgendwie kann er da nicht klettern. Geil, ey, das ist ja richtig geil, die Ecke hier.
Ach Mann, ey, das verstehe ich jetzt nicht hier. Ich muss doch hier raus. So, jetzt bin ich einfach zum anderen gehüpft. Hier können wir einfach so hochklettern. Sehr schön. Ey, jetzt komm. Boah, bin ich froh, wenn ich hier aus dem Misthaufen hier draußen bin. Das ist ja voll... Oh, geil, geil. Ich hab auch nochmal abgespeichert, wenn ich richtig krass runterfallen würde. Ja, Final Fantasy 6 hat nochmal die Welt irgendwie größer gemacht. Die Geschichte wurde immer epischer. Und sehr auffällig, dass man wirklich nicht unbedingt von einem Hauptcharakter reden konnte, sondern... Und es gab so viele optionalen Charaktere. Die gab es aber bei dem vorherigen Titel auch, aber dann nochmal richtig viel. Und jetzt können wir endlich raus. Was ein Glück. Ich speichere direkt ab. Komm plötzlich, ich will hier weg. Ja, und die Geschichte... Ja, bei Final Fantasy ist mir was anderes. Was bei Blei, Schokobos, Kristalle, Luftschiffe. Obwohl beim Final Fantasy 15 kann man sich über die Luftschiffe... Es muss auf jeden Fall welche geben. Das wäre wirklich komisch, wenn es keine geben würde, ja. Weil eine Sache wurde ja schon quasi gezeigt. Dass nämlich dieses Auto, mit dem man durch die Gegend fahren kann. Monsterbefall, absteigen. Und mehr von denen, ey. Ja. Ist auch wieder so ein Nest. Ja, und Final Fantasy 7 war natürlich wieder eine ganz, ganz andere Geschichte. Ja, sollte ja eigentlich erst für Nintendo oder jeder hat so erwartet rauskommen. Aber dann kam es auf CD raus, zwar für die PlayStation-Konsole und ja, das hat natürlich dann für einiges verändert. Der Sound wurde auf einmal kristallklar. Also das erste Mal, wenn man dann so ein die das dann vergleicht von der Konsole, ja. 16, 32 Bit-Zeiten. Halt! Halt, weil ich weiß gar nicht genau, wo wir als nächstes hingehen. Aber wir machen hier gerade ein Fragezeichen nach dem anderen. Da haben wir jetzt alles, genau. Hier haben wir noch die Kreuzung von Duntin. Hier war diese epische Plötze-Quest. Wir müssten... Das da kenne ich schon, das habe ich ja mal gesagt. Wir müssten mal darüber und dann gehen wir hier runter. Gehen wir einfach mal dahin und da brauchen wir auch nur schnurstracks hinreiten. Weil den Weg kennen wir jetzt. Den haben wir schon ein paar Mal geritten. Kann man hier lang reiten? Genau, das weiß ich noch ganz genau, wie ich zum ersten Mal auch bei der PlayStation dann, vor allem bei Final Fantasy, ja, die haben ja immer viel drauf geachtet. Burg Tontin und die lassen mich nicht rein. Komm schon. Okay, wir kommen dann da rein, wenn man die lange Nacht spielt. Ich meine, kennen wir ja eigentlich schon, ja. Die lange Nacht. Die lange Nacht, wo wir dann die Burg stürmen. Dann reiten wir jetzt einfach hier runter, Mann. Und darüber hat er auch noch... Ja, darüber hat plötzlich auch noch irgendwelche Witze gemacht, ey. Ja, und die Geschichte von Cloud Strife, oder, ja, ich denke mal, man muss den Englisch aussprechen, die hat dem, das ist so, wenn ich es mir jetzt angucke, okay, nach der Zeit, in der Erinnerung ist es dann schon, sieht es alles ein bisschen besser aus, jetzt kriege ich schon ein bisschen Augenkrebs, aber die Geschichte ist echt der absolute Hammer. Okay, wo sind wir jetzt hier? Das haben wir hier schon mal befreit. Lauf, Plätze. Was geht denn hier ab? Langsam. Jetzt, wo du uns gelandet hast, kannst du Urlaub machen. Warum sind die dann so traurig? Ich habe eine Tochter, weißt du? Heiratsfähiges Alter. Also das bietet uns ja fast jeder an, gell? Wie lange sollen wir eigentlich noch diese Musik hören? So. Boah, jetzt müssen wir hier eigentlich... Können auch hier mal kurz hier rüber schwimmen, das ist dann schneller. Komm, wir schwimmen einfach rüber. Das geht am schnellsten. Plötzlich kommt uns auch hinterher.
Was leuchtet da eigentlich so grün, ey? Komische Reflexion. Und Final Fantasy 7 war ein unheimlicher Erfolg, aber hat auch was mit der damaligen Zeit zu tun, weil zu der Zeit sind halt, hat sich das immer mehr aufgebaut, ja. Rollenspiele, es gab gar nicht so viele im Westen oder in Europa, sag ich mal. Und der Erfolg, das war so ein großes, da hat Fantasy quasi, ist halt groß aufgelebt. Ey. Und da kann ich mich noch an die Videospielzeitschriften erinnern, dass... Das erwähne ich irgendwie ab und zu mal, weil ich fand es früher so lustig. Da stand dann immer so 20.000 Wörter. Ja, was muss ich mir vorstellen. So wurde für ein Rollenspiel geworben, ja. Einfach, dass da ganz viel Geschichte erzählt wird. Was man früher musste man das ja alles nur lesen und so. Und dann stand da sowas wie 20 oder 30 oder was auch immer, wie viele Wörter. Dass die Leute wissen, das ist ein Rollenspiel, in dem erlebe ich eine Geschichte. Ja, natürlich gibt es dann... viele Waffen und Rüstungen und so weiter und man kann mit Level aufsteigen, aber ein Rollenspiel definiert sich eigentlich schon irgendwie sehr stark, dass man auch eine Geschichte erlebt und dass es halt nicht nur um Kämpfen geht. Ja, und das ging dann eigentlich auch so weiter auf dem auf den PlayStation-Konsolen mit Final Fantasy und ich habe Final Fantasy 8, 9 und 10, ich habe die alle irgendwo super gefunden, außer glaube ich dem einen, aber das war wirklich komisch. Da kam es einem so vor, dass die Geschichte da irgendwie gerade anfangen würde und auf einmal war es zu Ende. Das war Final Fantasy 13, glaube ich. Aber da war ich nicht der Einzige, der so gedacht hat. Okay, diese Elfenruinen, genau das kennen wir. Da haben wir mal so Kochrezepte bekommen, ja. Ey, also irgendwas. So, ich habe jetzt mal neu geladen. Die Musik ging mir irgendwie auf den Keks, aber irgendwie unheimlich. Immer dieses... Also, ist zwar nicht schlecht, aber... Das ist dann nach einer Zeit, ist das einfach... Ich bin zu alt, um durch die Welt zu ziehen. Okay, er geht jetzt, springt automatisch auf die Karte und sagt, da dürfen wir nicht hin. Dann kommen wir da nur hin... Wenn wir jetzt den direkten Weg nehmen, wir können gar nicht mehr auf dem Pfad bleiben, ey. Und das erwarte ich mir eigentlich von Final Fantasy 15 auch. Einfach eine super tolle Geschichte. Zwar ist die Grafik immer super toll und das Kämpfen sieht immer sehr spektakulär aus. Los, los! Gehört er schon zu unserem... Vielleicht ist das derjenige. Das könnte sein, dass der da unten sein Nest hat. Und immer um die Umgebung irgendwelche Viecher und Menschen reißt. Ja, dann komm mal her. Ja, voll. Und atme, bevor er abheben will. Schon mal kurz betäubt. Okay. Wir gucken nochmal, ob es irgendwas Rotes hier gibt. Sieht nicht so aus. Wir haben hier zwar so ein Skelett. Das ein ist Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Das tun wir. Wir machen hier gerade ganz Toussaint. Komm, Plötzer. War da irgendwie eine Quen-Karte eben drin? Ja, bei den Quen-Turnier spielen wir ja mit dem Skelly gedeckt. Das fand ich interessant, wo ich das gelesen habe. Okay. Ich glaube, wir müssen einfach nur Richtung Süden reiten, aber... Es ist ganz schnell, dass wir da vorbeireiten. Das will ich jetzt nicht unbedingt. Oh... Ja, und Persona 5 haben sie auf nächstes Jahr verschoben, ja. Also ich glaube, das Spiel, das ist auch so ein richtiges Ausnahmespiel, was ich hier gesehen habe. Die vorigen Persona-Teile, die kenne ich gar nicht, aber ich kenne einen Freund, der sie alle gespielt hat. Und der fand sie immer super. Und da habe ich gesagt, okay, dann nehme ich jetzt Persona 5, um da neu einzusteigen. Und scheint auch so zu sein. Das ist dann irgendwie so ähnlich wie bei Final Fantasy. Das... Oh. Steig mal ab.
sind denn hier die Banditen? Wir verschwinden nicht so leicht. Und jetzt? Was das? Oh, wir stehen direkt bei der roten Schatzkiste. Schweinshaut, geschriebenes Tagebuch. Okay, Tag 1. Philibert hat uns beauftragt, Nachschub vom Basanehof zu holen. Ich bin wie immer mit dem Großteil der Leute im Lager geblieben und habe einige losgeschickt, um mit dem Verwalter zu verhandeln. Hubert Durett ist ein vernünftiger Kerl, hat uns noch nie zuvor Probleme beim Nachschub holen gemacht. Also sieht alles nach einer einfachen Aufgabe aus. Nichts verglichen mit der Jagd auf fliegende Monster oder dem Abfangen von Karawanen, die Straße entlang kommen. Naja, wir kennen ja den Basanehof, gell? Da haben wir jemanden ja auch gerettet. Nikolai und Pablo Gaffe sind nicht zurückgekehrt. Da stinkt was zum Himmel und das sind nicht meine Schuhe. Ich übernehme das Kommando und führe meine Leute zum Hof, um zu sehen, was los ist. Wenn die Bauern auf Basane meinen Männern was angetan haben, lege ich den Hof in Schutt und Asche. Tag 3. Der Hof ist zerstört, aber keine Spur von Pablo oder Nikolai. Wir haben nur 2 Landeier gefunden. Ich nehme sie zur Befragung mit ins Lager. Beide heulen wie Verrückte und faseln was von einem Werwolf. Wenn sie im Käfig geschmort haben, sind sie vielleicht gesprächiger. Aber wo zum Teufel stecken meine Männer? Ah ja, stimmt. Die 2, die sie vom Hof gejagt haben, die haben wir ja dann in der Höhle gefunden. Oder nee, also das, was übrig geblieben ist, es gab einen Werwolf und einen Leichnam. Und hier haben sie oben einen da irgendwie... Naja. Ich brauche das Zeug ja eigentlich gar nicht. Ich bin ja so reich. So reich, das reicht ja eigentlich. Komm, machen wir einfach weiter. Zack. Komm schon, Plötze. Genau, Plötze, weil wir haben ja, wir wissen, wir kennen doch alle unsere Aufträge. Einmal links, einmal rechts. Da müsste ich ja eigentlich mal so und so und so und dann hier runter und dann da runter. Ja. Hier sind auf jeden Fall noch einige von denen. Reiten wir doch zum nächsten dahin und dann wieder zurück an Burg Moncrane vorbei. Den Pfad bei Burg Moncrane, den kennen wir auf jeden Fall auch. Da war das... Da mussten wir relativ früh mal hin, weil ich ja dieses Witcher... Die Witcher-Ausrüstungssets haben wollte. Einmal das Manticore-Set, wegen Nostalgiegründen. Und dann habe ich dann gesehen, was haben denn die anderen so für Set-Boni, was könnte man kombinieren? Und das Greifen-Set. Super toll. Weil zweimal hintereinander zaubern macht das ganz... Oh, der Moncrane-Friedhof, ja. Hier hat mir doch das hier mit Plätze, ey. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber es gibt ein Rollenspiel aus der PlayStation-Zeit. Ich weiß, dass sie danach weitergemacht haben, aber irgendwie das erste, das Xenogears, was sie am Anfang rausgebracht haben, das fand ich so beeindruckend. Irgendwie. Das hat eine Geschichte gehabt, die sich irgendwie über... Jahrtausende, Jahrhunderte abgespielt hat. War irgendwie auch episch gemacht, ey. Macht euch einfach nur ab. Ich muss ja gerade so viele von dem Plattmann. Monsterherz, Monsterspeichel. Kikimora-Brutgebiet. Ich muss es zerstören, ein für alle Mann verschwinden sollen. Okay. Verstehe schon. Kannst du es jetzt auch zerstören? Gut. Ich denke mal, hier sind wir auch. Was ist mit dem? Der hat nichts. Der ist leider diesen Viechern zum Opfer gefallen. Plötze. Genau, müssen wieder einen Blick auf die Karte werfen. Und diesmal gehen wir jetzt da zum nächsten. Kann ich da eigentlich auf dem Pfad reiten? Ja, ein Stück südlich. Ein Stück südlich.
Und die meisten Rollenspiele haben mir vor allem deswegen so viel Spaß gemacht, weil sie dann wirklich eine sehr schöne Geschichte erzählt haben. Ja. Und was natürlich zu jedem Rollenspiel irgendwie dazugehört, dass man quasi so ein kleines Abenteuer erlebt. Man sieht, lernt irgendwie eine Welt kennen, die halt anders ist. Das nennt man halt Fantasie. Aber vom Gameplay her muss ich sagen, das hat sich dann auch auf den anderen Konsolen geblieben, auf Nintendo 64, das mit Zelda. Ich habe ja auch Zelda auf Nintendo gespielt und auch Zelda auf Super Nintendo. Aber das war ja alles diese Perspektive von oben, ja. Also die Vogelperspektive war super toll, anders habe ich es ja nicht gekannt. Oh, hier ist hier ein Ritter in Not. Direkt reinreiten. Komm. Diesmal retten wir den direkt. Yo, ich bin da. Ey. Ey. Ach komm, ey. Nepp, nepp, nepp. Du hast mir das Leben gerettet. Das vergesse ich dir nicht. Denk dran, Hexer. Geschichte wird von denen geschrieben, die Helden aufknüpfen können. Grüß dich, lebende Legende. Grüß dich, lebende Legende. Ja, ist okay. Ich wollte eigentlich nur was aufheben. Explodiert das jetzt gleich? Naja, hoffentlich nicht. Also, Philiberts Anweisungen. Haben wir den schon platt gemacht? In der Nähe von Mont Crane treiben sich einige Idioten rum. Sie schimpfen sich zwar fahrende Ritter, aber meiner Meinung nach sind das nur fuseltrinkende Halunken. Keine Ahnung, was sie hier wollen, denn es gibt keine Windmühlen, die sie bekämpfen könnten, aber diese hohlen Wadenbeißer kommen immer auf die abenteuerlichsten Ideen. Egal, was sie auch wollen, wir müssen sie aufhalten. Die beste Art, sich um einen fahrenden Ritter zu kümmern, ist, ihm den Kopf abzuschlagen. Jeder, der mir einen solchen Kopf bringt, kann sich über einen prall gefüllten Beutel mit Münzen freuen. Ihr wisst, dass Philibert Vierfinger keine leeren Versprechen macht. Ich kann hart, aber auch sehr großzügig sein. Jo, den haben wir, glaube ich, platt gemacht, den Mr. Philibert. Der fahrende Ritter kann ja weiter plündern. Wir haben genug geplündert. Und malen uns direkt rüber. ja, okay. Wir kennen eigentlich beide Wege. Gehen wir zu dem und dann reiten wir da hoch und dann, ja. Da kann ich auch einfach mal die gerade Strecke reiten. Das ist ja nicht wirklich was. Ja, komm. Ja, und bei Zelda, da war ja eigentlich für mich, das ist ja genau das Gegenteil. Zelda war so ein reines Gameplay-Spiel, das hat einfach nur Spaß gemacht, ja. Die Geschichte an sich, die war eigentlich nie wirklich was Besonderes. Vor allem auf Nintendo nicht. Ich bin da in die Höhle reingegangen und dann sagt er zu mir, ja, Abenteurer, ich gebe dir ein Schwert. Ich weiß gar nicht, ob er mir das kostenlos gegeben hat und irgendwie will plötzlich dann diesen Bach nicht runtergehen. Ja, das ist ihm zu. Das ist ein bisschen zu tief. Hat keine Lust, irgendwie sich die Beine wegzuknacksen. Gar nicht. Und dann als Zelda auf 3D rauskam, also Zelda Ocarina of Time, das ist ja der absolute Obertitel gewesen, ja, zu der Zeit. Das war zum ersten Mal so ein Spiel mit so einem 3D und Kämpfen und hast du nicht gesehen. Und immer noch die verschiedenen Utensilien, die sie auch auf. Hat hier irgendwas geleuchtet? Das ist unter uns. Okay. Wir laufen hier irgendwie gerade auf irgendeinem Dach rum. Das sind so Aalgole. Hässlicher Bastard. Bleibt einfach fort. Ja, kommt mal alle auf einen Haufen, ey. Wollen sie nicht. Rennt doch mal! Jetzt habe ich sie mal alle erwischt. Haben wir es? Ja, er verbrennt noch. Sehr schön.
Ja, Zelda Arena, Ocarina of Time, gut, wer zu der Zeit gespielt hat, der kam um dieses Spiel eigentlich kein Moment mehr rum, weil jeder, der es gespielt hat, hat es weitererzählt und hat man ganz schnell gemerkt, dass es einfach echt spaßig, so was Zelda immer war. Fettbefleckte Notizen diesmal. Nur ein Teil der Notizen ist leserlich. Weiterhin kaum Beute, seit einer Woche haben wir nicht mal einen streunenden Köter auf der Hauptstraße gesehen. Seit der letzten Karawane mit Speck für die Arbeiter im Steinbruch haben wir nichts rauben können, einfach gar nichts. Zum Glück haben wir uns da nochmal einen Bauch angefressen, der uns durch die harten Zeiten bringen mag. Aber wenn diese harten Zeiten noch lange dauern, werden wir mehr essen müssen, als wir plündern können. Und da glauben die Leute, dass Banditenleben wäre nichts als Wein, Weib und Gesang? Ich hätte auf Mama hören und die Schule beenden sollen oder wenigstens damit anfangen. Morgen gehen wir zurück zum Mond Crane. Wir werden uns einen neuen Platz suchen. Die Jungs haben vom Rumsitzen schon wunde Ärsche. Ach genau, Mond Crane war ja eigentlich das erste Banditenlager, gell? Ja, ich bin ja teilweise überhaupt nicht gut, mir irgendwelche Namen zu merken, also. Vor allem bei Schauspielern oder so, das vergesse ich hier. Also, Gesichter kann ich mir gut merken. Also wirklich gut merken, kann die auch sehr gut erkennen. Wenn ich die auch nur im Halbdunkeln sehen kann, wenn es irgendwie mal so kommt, aber Namen, ich hab keine Ahnung. Reiten wir mal da hoch, da gibt's eh keinen richtigen Pfad. Los, los! Genau, ist eher so eine hügelige Landschaft hier. Oder? Mond Crane hat doch ein eigenes Symbol gehabt, oder? Ja, das hatten wir hier. Hansebasis, die haben wir leer geräumt. Da hatten wir uns zum ersten Mal die Hände geschüttelt und dann sind wir quasi einfach so per Zufall in die Ritter zu Diensten-Quest reingeraten. Bewachter Schatz. Okay. Bleib mal unten. Schleimling. Wow. Wow. Boah, die machen so Feuer, die sind gefährlich, ey. Und vor allem auch noch schnell. Erstmal wieder Schild aufbauen. Schießen ab, Mann. Nein. Wow, nicht schlecht. Komm, Geralt, schießen ab, wenn er kommt. Ey, was geht denn ab? Schießen ab. Na, endlich. Jetzt haben wir ihn. Endlich, komm, wir tanzen einfach in ihn rein. Nein, er haut einfach heute ab. Wir treffen den auch kaum irgendwie. Nein, jetzt bin ich hier runtergefallen. Ja, zweimal. Oh, fuck. Komm schon, komm näher. Boah, der ist ja echt widerschwanzfähig, ey. Bleib einfach mal liegen, Mann. Wow. Na? Okay, hier gibt's irgendwas. Ja, das wollte ich gar nicht. Das da. Ein rotes Mutagen und eine Igniklüfe. Sehr schön. Anweisungen. Pavel. Schnapp dir diesen Kartonjungen und füll ihn ab. Damit meine ich, dass er dir lallend und brabbelnd seine Liebe gestehen soll, bevor er sich auf die eigenen Stiefel kotzt. Das ist nur ein kleiner Idiot, der braucht nicht viel. Sobald er rosa Einhörner sieht, fessle ihn und stopf ihn voll mit tödlichen Nachtschatten und Schwefel, so wie du eine Gans vor Saurin stopfen würdest. Angeblich lieben Drachen Jungfrauen. Vielleicht holt sie sich also eine dieser fliegenden Schlangen über Champs-Élysées dieses Früchtchen. Und da du es zuvor schön gewürzt hast, wird es vom Reptil verschlungen, das dann tot umfällt. Bitte sei vorsichtig, wenn du das Abendessen für die Bestien präsentiert. Ich habe schon genug Männer verloren. Philibert, ah, der ist ja
Besonders nett, ey. So. Einfach nur nach Süden. Die Ruinen von Fort Usar. Da haben wir schon... Was waren da nochmal? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ruinen von Fort Usar. Ach, das kann ich auch... Kann ich jetzt auch einfach mal laufen, ey. Dann kann ich plötzlich mal eine Pause machen. Ja, und das bei Zelda, das ging eigentlich so weiter. Bis auf Wind Waker, das fand ich irgendwie mit dem ganzen Schiff. Hat mir immer noch Spaß gemacht, aber das mit dem Schiff, das hat aber so lange gedauert, da zwischen den verschiedenen Inseln da rumzumachen, ey. Aber ich glaube, das haben sie in der neuen Version sogar ein bisschen geändert. Oh. Kriegen wir denn so auf die Nase von denen? Nicht vergessen, die explodieren ja gerne. Nein! Weg, 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 weg! Geil, da explodiert der noch. Also irgendwie machen die Viecher hier alle mehr Schaden, ey. Hier gibt's noch mal so ein fleckiges Pergament. An Jacques Le Rouge. Was zum neunschwänzigen Teufel machst du hier noch? Habe ich dich nicht in einem herrlichen Urlaub geschickt? Gestern haben diese geflügelten Scheißefresser Gilbert glatt beim Pinkeln von der Mauer gepflückt. Wie viele Männer soll ich noch durch deine Inkompetenz verlieren, du hohlköpfiger Trottel? Du solltest nach meinen Anweisungen eine Ballista bauen und diese Flugechsen töten. Wenn das nicht binnen zwei Tagen erledigt ist, stopfe ich dich mit der Schwefel voll und werfe dich den Monstern zum Fraß vor. Vielleicht trägst du auf diese Art zur Problemlösung bei. Grußlos, Philibert. Ja, der ist immer gut dabei, dieser Philibert, ey. Was der für Befehle gibt... Oh, das nehme ich jetzt auch noch mit. Schatzkiste gibt es hier, glaube ich, keine. Mal kurz gucken. Nö, dann auf zu... auf weiter. Braucht nicht jetzt das 10. Seil. Oder eine Pfeife aus Holz. Langsam. Langsam. Oh, da ist ja ganz hier unten was. Da müsst... Gibt's überhaupt einen Weg irgendwie? Da müssen wir auch noch da mal hin. Also, wir müssen runter. Dann gehen wir hier rüber. Könnten jetzt erstmal auf den Pfad bleiben, aber dann... Ach, hier führt dann so ein Pfad runter. Und dann kommen wir denn da hin, ja. Und dann ja eigentlich nach Südwesten. Erstmal hier den Pfad finden. Wow. Da will der, glaube ich, nicht runter. Ist der Pfad hier unten, oder was? Ah. Da kommt plötzlich... Also ohne mich macht plötzlich das. Komm schon. Da kommen wir ja bei Fort Us... Fort Usar. Jetzt glaube ich, weiß ich... Hier waren wir nur mal ganz kurz, ja. Komm, bitte. Was ist denn hier nochmal los? Oh, nee, warte mal. Das ist, glaube ich, die Brücke. Auf die hat... Auf die hat plötzlich irgendwie überhaupt keine Lust. Champs Désolée. Ah ja, das war auch irgendwie so eine Hexer-Quest. Die können jetzt da runterreiten. Komm. Komm, Plätze. Ja, und Zelda-Spiele haben halt immer so viel Spaß gemacht und ich habe mir da verschiedenste Konsolen, wie das GameCube und so weiter, habe ich mir eigentlich nur wegen Zelda geholt, ja. Dass es dann auch Resident Evil 0 gab, das war dann irgendwie nur so ein Zufall. Ey, der... Wo kann man denn jetzt hier runterreiten, ey?
Warte mal, dann reiten wir mal wieder zurück. Und wir reiten hier. Und scheiß drauf, ey. Halt! Ja, wir müssen hier mal runter. Lauf, Plätze! Ja, und als sie das gezeigt haben, die haben ja den nächsten Zelda-Titel, wie nennen sie das, Breath of the Wild, den Atem der Wildnis. Nee, euch brauche ich nicht. Ich habe schon so viele von euch heute erlebt, Den haben sie ja zweimal um jeweils ein Jahr verschoben, ja. Ich glaube, wir sind schon vorbei, oder wie? Nee. Wir folgen jetzt dem Pfad darunter. Komm schon, Plätze! Okay, das ist ja ein interessantes Gebirge. Lol. Schneller. So spiele ich eigentlich am liebsten. Gar nicht auf die Karte gucken, sondern einfach nur... Man sieht irgendwas und reitet hin. Jetzt will ich mal da hochreiten. Nee, euch mache ich auch nicht. Den haben sie ja zweimal verschoben. Und fand ich... Sollte ich doch lieber umkehren? Kann ich nicht da hoch? Oh nein, das gibt's nicht. Was ist das für ein Gebirge, ey? Langsamer. Geh mir nicht auf den Sack. Ich will da hoch, ey. Vielleicht können wir hier irgendwie an der Seite. Aber immer muss ich die Kamera irgendwie so komisch verhalten, ey. Vielleicht ist es auch so gedacht, dass man klettern muss. Ja, manchmal ist es beim Reiten so, dass die Kamera irgendwie so voll... so eine Perspektive von oben nach unten annimmt. Hier gibt's auch eine Höhle. Na, ich geh erstmal weg. Kannst mich gerne haben, Neue Person in Not. Wir speichern erstmal ab. Wir nehmen eine kleine Mini-Rast ein. Und dann kriegen sie schon ihren Fett weg, Tanzender Stern. Wenn die... Ich komme nämlich bei so einer Gelegenheit, komme ich gerne durch den Haupteingang. Und jetzt? Den haben wir erstmal kurz weggekrittet. Oh, jetzt kommen erstmal eine Bombe rein, ey. Die zünden sich alle gegenseitig an. Nein! Ach, warum bin ich auf den einen gelockt? Hilfe! Genau, irgendjemanden haben wir jetzt gerettet. Der hoffentlich... Es ist ja kein Ritter Not gewesen, also denke ich mal, es ist jetzt irgendjemand, der irgendwie in einem Käfig rumhängt. Eigentlich... Ja. Okay. Da ist nix. Da ist eine Schatzkiste. Ich brauche das Zeug eigentlich nicht, aber ich gucke generell, ob es irgendwas anderes gibt von besonderer Bedeutung. Wie zum Beispiel... Ja, mache ich. Wie zum Beispiel das hier. Den Schlüssel brauchen wir doch. Ernest Kritzers Tagebuch. Bei meinem Arsch, heute saufen wir, bis alles leer ist oder wie unter den Tischen liegen. Vier Finger hat uns beim Delefair-Pass das Lager aufschlagen lassen. Und damit wir nicht vor Langeweile durchdrehen, sind wir zu einer kleinen Erkundung aufgebrochen... Und zugleich über eine Händlerkarawane gestolpert. Leider haben wir uns ein wenig hinreißen lassen. Anstatt die Fettsäcke zu fesseln und zu knebeln, haben die Jungs ein paar Pfähle angespitzt und sie draufgesetzt. Das war Knochenarbeit, hat aber großen Spaß gemacht. Denn uns kein Kimmenkutsch-Knutscher mehr nehmen kann. Sie hatten auch einen dürren Rotzbengel dabei, den heben wir uns für später auf. Das Beste, die Waren,
Die Wagen waren randvoll mit vorzüglichem Wein, der uns anbettelte, ihn in unsere Kehlen zu gießen. Natürlich haben wir Wachen eingerichtet, also besaufen sich nicht alle gleichzeitig, das ist nur vernünftig. Mein vertrotteter Alter sagte immer, Junge, am wichtigsten ist es, dass dir dein Beruf gefällt. Wenn du ihn magst, bist du glücklich. Der Schwachkopf war Zimmermann. Ich habe keine verdammte Ahnung, was er daran fand, auf Holz herumzuklopfen, aber scheiß auf ihn. Er hat den Löffel schon vor langer Zeit abgegeben. Würde er noch leben, würde ich ihm dies schreiben. Papa, meine Arbeit gefällt mir. Und wie? Und danke, dass du mich lesen und schreiben gelehrt hast, denn so kann ich dir sagen, dass du dir deine Ratschläge hinstecken kannst, wo die Sonne nicht scheint. Wir befreien dich. Du hast mir Rick angehext. Was ist das denn für einer, ey? Aufgeschlossen. Du hast mein Leben gerettet. Danke. Wenn du was brauchst, ich bin im Basilisk. Ist hier noch gar nicht fertig. Ja, du kannst schon mal weitergehen. Der haut jetzt einfach so ab, oder was? Ach komm, glaub nicht so viel, ey. Ey, echt? Der Kaufmann hat sich einfach verpisst, ey. Wir haben ihn quasi das Leben gerettet, aber der war schneller weg, als man irgendwie was sagen konnte. Ja, komm, mach das mal weg. Für eine Höhle. Hat die noch irgendein anderes Ende oder was? Das kannst du auch. Oder haben die einfach alle nur hier drin geschlafen? Hier geht's immer weiter. Gibt's einfach nur einen anderen Ausgang. Oder? Schwer. Da hätte ich natürlich von hinten überraschen können hier. Ah, hier gibt es eine Schatzkiste. Mit irgendeinem Zeug, was wir eigentlich nicht benötigen. Plötze, Plötze, Plötze. Also so langsam aber sicher haben wir unsere Fragezeichenrunde. Und jetzt können wir auch sehen, dass wir hier... Rutschen wir einfach den Berg runter, springen auf Plätze drauf, gucken einmal auf die Karte und sehen, das nächste ist eigentlich schon einfach nur da. Da können wir auch schön auf dem Pfad bleiben. Weiter so, Plätze. Tja, beim ersten Blick, wo ich gesehen habe, Zelda wurde ja jetzt komplett geändert. Die haben gesagt, die wollten mit so vielen wie möglich Konventionen brechen und... Und da habe ich schon gedacht, oh je, jetzt, das hört sich so an, als wollen sie jetzt Fallout, es sah ja auch so aus, Fallout oder Skyrim oder Witcher, diese neuen Rollenspiele so nachmachen. Nur muss ich ja eins dazu sagen, dass diese Spiele auch immer eine tolle Geschichte hatten, ja. Und da ist das, da frage ich mich, wie das bei Witcher laufen soll, ja. Also wie das bei Zelda laufen soll. Ich hoffe, ich bin einfach guter Hoffnung und ja... Das ist halt so eine Sache, ja. Wenn man bei Zelda jetzt in alle möglichen Richtungen laufen kann, weil das Dungeons sollen ja jetzt draußen irgendwie sein. Das ist eine große Änderung, ja. Können wir nehmen. Schneller. Ich nehme jetzt den Weg. So ist gut. Die laufen jetzt irgendwie Richtung Burgmont Crane. Weil bei Zelda, das ist halt wirklich ein sehr... Meiner Meinung nach hat es echt super funktioniert. Man hat gespielt, so ein bisschen Geschichte gehabt, von einem Dungeon zum nächsten und dann jedes Mal irgendwelche Sachen bekommen... die man dann auch benutzen musste, zwangsläufig im Dungeon, um irgendwie überhaupt um überhaupt weiterzukommen. Aber dann auch draußen woanders, weil es halt irgendwelche versteckten Sachen gab. Das war dann schon so ein bisschen Open World. Ach,
Mann, ey, jetzt. Ich steig mal ab. Plötze mag irgendwie diese Brücke hier nicht. Oh Mann, muss ich die machen? Wow, die springen ja besonders rum, ey. Die nerven hier richtig, oder? Ja, von hinten treffe ich die nicht. Oh, scheiße. Komm, das ist eigentlich gut gegen die. Ah, jetzt habe ich den von... Mann, scheiße, ich war auf den drauf gelockt. Am besten hier mein Zeichen rein, bitte. Der auch. Oh Mann, ich sehe das manchmal nicht, wo hinten oder vorne ist. Ja, geil. Oh, geil. Dann hauen sie gleich ab. Ja, komm, dreh dich um. Machen wir mal so ein Zeichen auf den Boden. Das hat den einen erledigt. Scheiße. Jetzt kommt er hier raus. Oh, er ist erstmal weggestummt. Da, wo die Beinchen sind. Und direkt gerastet, Komm, Plötze. Jetzt kannst du wieder kommen. Lauf, Plötze. Und ich habe von den Zelda Breath of the Wild schon wirklich viel gesehen. Also die haben ja schon 2-3 Stunden Sachen gezeigt und so. Manche Sachen sind auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Bei manchen Sachen muss man halt noch sehen. Ein verlassenes Anwesen. Okay. Ganzes Anwesen, was verlassen ist? Das ist ja mal interessant. Und die verschiedensten Utensilien, die kriegt, ist da oben irgendwas? Warum sollte ich da hochklettern wollen? Die kriegt man schon relativ früh, ja? Und das ist nicht wirklich ein Spoiler, wenn ich sage, also Link bekommt da so ein Teil, womit er quasi magnetische Kräfte. Ich bin Maximus Lunius Macrinus. Wow. Unsere Taten im Leben hallen durch die Ewigkeiten. Der ist schnell und groß. Der ist langsam. Wir machen noch langsam. Hat uns getreten. Wow. Langes Schwert. Komm her. Ja, wir tanzen jetzt mal. Und nochmal. Und komm her. Nächster. Bam. Mhm. Interessanter Typ, Durch das Gebäude sind wir ja schon durchgegangen. Da liegt irgendwas. Notizen von der Hanse wieder. Wandergildenmitglied aus Philibert Hanse. Mein Beruf hat mir immer Freude gemacht. Das Töten ist mir so natürlich wie das Nasenschnauben. Man hat mich zum Ritter geschlagen und das Brigantentum ist eigentlich ganz ähnlich. Erst Blut und Schwerter, dann Wein und Huren zur Entspannung. Aber seit dieser grässlichen Nacht ist alles anders. Mein Schlaf ist voller Albträume, in denen ich die Ereignisse immer und immer wieder durchlebe. Wir hatten das Anwesen im Sturm genommen und Maximus Macrinus in seinem Nachthemd aus dem Bergbett gezerrt. Doch zuerst mussten wir uns um seine Familie kümmern. So lauteten die Befehle. Aber es ist eine Sache, einen alten Fettsack mit weinfleckigem Bart zu fehlen
und eine ganz andere, einen kleinen Rotzlöffel, aufzuknüpfen. Er hat gekreischt wie ein Mädchen, als die Jungs ihm die Schlinge um den Hals gelegt haben. Macrinus hat versucht, uns zu kaufen. Er hat mir sogar einen als Kerzenleuchter getarnten Hebel gezeigt, mit dem man einen Zugang zu seinem Familienschatz öffnen kann. Aber Philiberts Befehle waren eindeutig. Dann war Maximus' Frau dran. Die Jungs haben sich lange mit ihr vergnügt und Maximus zusehen lassen. Zu lange. Ich kannte den Hohensohn nicht und weiß nicht, was er getan hat, um Philibert dazu zu bringen, so mit seiner Familie umzuspringen, aber mir war es zu viel. Wir befassten uns erst mit Macrinus, als schon seine ganze Familie baumelte. Wir stachen ihn mit glühendem Eisen, schnitten ihm die Ohren ab und schlitzten ihn den Bauch auf. Und während dieser Grässigkeiten schrie er kein einziges Mal. Er stöhnte nur sehr verhalten. Als es Zeit für ihn war, in einer Pfütze seiner eigenen Exkremente zu sterben, unter dem Baum, an dem schon Frau und Sohn hingen, da sah er mir in die Augen und flüsterte: »Mein ist die Rache, in diesem oder im nächsten Leben.« Das waren seine letzten Worte, und urplötzlich zogen schwarze Wolken auf. Ein Sturm erhob sich. Ich gab den Befehl zum Aufbruch. Ich weiß noch genau, wie Philibert grinste, als ich ihm Bericht erstattete, wie ein Honigkuchenpferd. Er tadelte mich nicht einmal, dass ich das Anwesen nicht habe plündern lassen. Es war eindeutig, dass es ihm nur um eines gegangen war, um Macrinus' Tod. Doch die Kunde vom Schatz, den wir auf Castel Dacia zurückgelassen haben, verbreitete sich wie ein Lauffeuer um Moncrane, und es bereiten sich schon ein paar Jungs unserer Hanse darauf vor, noch einmal hinzugehen und nachzusehen. Ich werde mitgehen, ich werde die Überreste der Leute begraben. Vielleicht finden ihre Geister dann Ruhe, vielleicht kann ich wenigstens einen Teil meiner Schuld damit tilgen. Vielleicht kann ich dann wieder ruhig schlafen. Finde das Geheimversteck. Ein Kerzenleuchter getarnt. Da müssen wir wieder in das Gebäude zurück, wo wir eben waren. Aber wir können ja auch mal in dieses Gebäude vielleicht reingehen. Nö, das ist abgeschlossen. Ja, und das mit diesem Magnetding, was Link da benutzen kann, also das ist wirklich krass. Also, wenn da jetzt zum Beispiel eine Schatzkiste, wo dann eigentlich nichts Besonderes drin ist, am Grund von einem kleinen Teich oder See ist, kann man theoretisch mit diesem reinhüpfen, danach tauchen und es holen. Man kann aber auch dieses Teil benutzen, um es quasi mit magnetischer Kraft hervorzuheben. Okay, ist jetzt nicht so ein tolles Beispiel, aber man kann es auch benutzen für eine Schatzkiste, die einfach irgendwo rumhängt. Ja. Was ist denn hier eigentlich los? Wo ging es hier weiter? Hier um die Ecke. Ist das jetzt im Keller irgendwie? Nee, jetzt müssen wir nach oben klettern. Ne? Das passt ja eigentlich. Spielen werde ich es auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es gut wird. Und wenn es nicht gut wird, dann hoffe ich, dass es halt wieder so eine Art Back to the Roots gibt. Weil ich fand Zelda eigentlich alles andere als scheiße. Und Open-World-Spiele, die gibt es ja zuhauf. Ja? Dass man da überall rumlaufen kann, alles mögliche looten kann und so. Tagebuch von Maximus Munius Macrinus. Oh je, was hat der zu sagen? Tagebuch in kunstvoller Kalligraphie geschrieben. Es ist nicht zu fassen, dass dieser Bastard Philibert von Wittern ins Herzogtum zurückgekehrt ist. Und er scheint nicht alleine gekommen zu sein. Nein, er hat eine Bande von Halunken zusammengestellt, die jetzt reisende Kaufleute überfallen. Der Sohn eines Ritters ist zum Briganten geworden. Was für eine Schande. Meine Ritterbrüder warnen mich, dass Philiberts Hanse schon mehreren Männern Informationen abgepresst hat. Über meine Familie. Habe ich Anlass zur Sorge? Ich weiß, dass Philibert tiefer nicht sinken kann, aber würde er wirklich die Hand gegen jemanden erheben, der ihm einst das Leben geschenkt hat? Der hat sein... Okay. Der Sohn eines Ritters ist zum Briganten geworden. Was für eine Schande. Wie wir sehen können, können wir von dem verlassenen Castel Dacia Anwesen einfach hier dem Pfad folgen Richtung Westen. Komm, dann... Plötzlich wartet er schon an der richtigen Stelle auf uns. Sehr gut. Komm schon, Plötzlich.